gekommen ist. Oh, ich also, bin schon vorbei. Nee, warte. Keine Ahnung. Du sagst doch, dass du hier vorhin das gekriegt hast, diese Message. Ist noch ein bisschen. Oh, ist noch ein bisschen, stimmt. Dieser Riesenbaum. Da vorne ist er nämlich. Losgleiten, gleiten. Das ist ein dicker Baum. Der Wohn und Übertreiber. Übertreiber, übertreib mal nicht mit deinen ständigen Neu-Connections hier. So. Da unten ist der Boss. Ich sehe ihn schon am Baum anfangen. Oder wie sagt man das? An der Wurzel. An der Wurzel ist er. Seid ihr auf dem Baum? Ja, wir sind hier oben auf dem Baum, ja. Wir sind hier hochgeglitten. Kannst du auch hier hochporten? Okay. Ich bin gerade runtergestürzt. Pyro hat das gesehen. Na gut. Oh, weiter. Okay, das ist ein Goblin, der heißt Zimtik. Ich muss mal kurz mich wieder voll essen hier. Der Heiler muss pullen. Nein, natürlich nicht. Diesmal die Krieger. Am besten irgendwie reinjumpen. Kurz ein bisschen Agro aufbauen. Ah, ich verliere eh ganz schnell Agro. Einer von euch dann ein bisschen die Guardian-Skillung? Okay. Erst die Ads. Okay, ruf. Okay, der hält definitiv nicht mal im Ansatz so viel aus wie der eben. Dafür macht er gut Schaden. Okay. Genau, der Heiler ist ja da dran. Der Heiler ist dran. Boah, da ist noch irgendwas gekommen. Hat er sich geteilt? Wer ist das denn? Nur eine Kopie gewesen. Eine Kopie? Der kann sich teilen. Hat uns die ganze Zeit selbst dupliziert. Der konnte sich teilen irgendwie. Ja, stimmt, da hat er sich wieder geteilt. Okay, drauf. Damage. Seine Kopien können überhaupt nichts. Okay, wieder drauf. Ich halte deutlich mehr aus durch die. Okay, da geht er schon tot. Okay, für den Rogue was? Wind Spirit. Silver Corn. Oh, Wind Spirit ist für den Hexbeat, falls einer von euch braucht. So. Ja, Wind Spirit. Vielleicht, weiß ich nicht, was ich vielleicht vorschlagen würde. Vielleicht für den Mage. Wäre doch ganz nice, wenn der schneller heilen und schießen kann. Ja, bei mir wird's eh auf Speed. Bei dir jetzt? Hast du ihn jetzt schon genommen? Ja, Forgi hat ihn genommen, okay. Nice! Wir wissen aber eh nicht ranpacken kann. Weil das Power-Level zu unterschiedlich ist. So, okay. Coin nehme ich mal mit. So, wo können wir denn nochmal weiterhin Abenteuer erleben? Okay, wir können jetzt vielleicht mal über die Stadt Richtung Ikoka Palace gehen, was uns vorhin empfohlen wurde. Wir können sonst auch in der Stadt die Mission zurücksetzen. Okay, stimmt. Das sollten wir sowieso. Es ist schon 19.33 Uhr. Okay, Pyro, aufsatteln! Los geht's! Weizeln und Campus! Herzlich willkommen bei Kubi against Cuber! Oh, die habe ich noch nie gesehen. Und ich habe natürlich. Oh, das sind Knobolde. Moment, ich habe wieder mal vergessen, den Titel vernünftig zu ändern. Oh. Kubi, dummer Kubi. Mich in Ruhe! So. Da liegt ein Stab von Magier. Kubi against Cube World. Multispieler. Oh nein, Pyro down! Auflaufen! Ja! 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 Also wie gesagt, hier liegt ein Stab. Ah, da ist rum. Yeah! Okay, ich muss mal kurz wieder epische Reitmusik aktivieren. Moment. Also, straight to the south, Jungs, falls ihr mich gleich nicht mehr hört. Ich muss kurz die epische Reitmusik aktivieren hier für die Action jetzt gerade. So. Kubi, nicht so lange. So, Moment.
Moment. Ist enttäuscht, weil ihr wegfliegt. Und Paul. Moment. Look at my horse. My horse is amazing. Give it a lick. Have a stroke of its mane. It turns into a plane. And then it turns back again. When you tug on its wing care. Do your thing so. Shut up, woman, get off my horse. Look at my horse. My horse is amazing. Give it a lick. Have a stroke of its mane. It turns into a plane. Über Stock und Stein hier. Took on its wing cake. That's dirty. Well, I better not show you where the lemonade is made. Sweet lemonade, sweet lemonade, sweet lemonade, yeah, sweet lemonade. Get on my horse, I'll take you around the universe and all the other places too. Okay, weiter geht's. Nichts passiert. Außer mit zwei Tankgriff kann sie nicht gut kriegen. Okay, so, ich bin jetzt bei der Stadt angekommen. Ein paar Ananasstücke hier nehmen. Ein paar Ananasi. Genau, genau, Z-Ray. Da hast du recht. Coco. Oh, fuck me. Oh, so, absteigen. Ah, nee, ich kann mit Klo, oder? Was ist denn jetzt auf einmal so laut hier? Ach. So. So, eigentlich können wir zurück zum Baum. Warte mal, wo ist die? Ach, da vorne ist Wasser. Pyro braucht was zu saufen. Pyro braucht was zu trinken hier. Wo ist du, Drunken Monkey, Shogunap und Grimlock? Moin. Oh, seid ihr einfach alle mal gegangen? Niveau, die Handcreme benutze ich auch. Genau, Klang Virtu. So, Pyrobrover zu saufen hier. Der hat nur noch ein Wasser. Ein Wassertropfen. Ja, das ist doch Stein. Ja, das stimmt, Z-Ray, da hast du vollkommen recht. Und die Meinung vertrete ich immer noch. Nicht jemand. Weiter hinten, war einer. So, rein ins Wasser. Pyro, trink. Trink, brav. Okay, ich habe mich aus Versehen auf Pyros. Das sieht aus, als wenn ich aus meinem Kopf sitze jetzt. Und da ganz. Ich stehe da vor jetzt. Sah so, mit seinem Kopf Sachen mache, die man mit dem Kopf normalerweise nicht macht. Okay. Das sieht aus wie hier so. Danke. Der Gesichtsausdruck passt sogar auch dazu. Rote Augen. Auf jeden Fall Skrillex Soccer sehr, sehr gut. Lohnt sich auf jeden Fall, die 15 Euro zu investieren. So, Pyro hat fertig getrunken. Ich habe hier auch mein Geschäft erledigt. Auf Kupis, auf Kupis, genau, auf Pyros Kopf. Und weiter geht's hier. Oh, Karotte. Ja, also das, ich fand auf jeden Fall, das sah gerade so aus. Oh nein. Oh nein, tot! Ich habe die Wizards nur kurz im Augenwinkel gesehen. Sofort haben sie mich besiegt. Pyro, bitte! Pyro, ich bin tot! Pyro ist auch gestorben. Oh. Lasers, ganz genau, seht ihr an. Pyro, was ist passiert? Komm mit, wir reiten wieder. Das ist nichts passiert. Du lebst wieder. Mit Karotte kriegst du einen Hasen. Ja. Hase, ich muss doch einen Hasen sehen. Übertreiber.
Ja, genau, nice. Genau. Ich habe nicht keine grüne Wand. Ich habe einen, ja, im Prinzip sowas wie ein Do-It-Yourself-Greenscreen gebaut. Das ist im Prinzip ein 1,80 Meter breites Rollo. Ich kann das mal kurz zeigen. Wo ich gerade mal hier bin, ne? Kann ich mal zeigen hier. So, ich mache mal den Effekt, den Chroma Key-Effekt mal aus. Zack. So, so sieht das im Moment eigentlich wirklich aus. Ich kann die Kamera mal kurz schwenken. So, da sieht man die Ränder von ja, dem Rollo. Das passt ganz genau mit der Kameraentfernung und so. So, wenn ich wieder anmache, zack, wieder weg. Schön, ne? Habt ihr das auch mal gesehen, Jungs und Mädels? Pyro hat offensichtlich gut, hat aufgeladen. Ne, das bin ich. Okay. Für alle, die es jetzt noch nicht mal gesehen haben. Ich habe das schon ein paar Mal gezeigt. Also das war eine coole Angelegenheit, das alles so zusammen zu basteln. Das Spiel auf der offiziellen Seite Urax. Kyonil, genau. Der Kyonil, der ist so flink. Mann, ist der flink, der Kyonil. Mann, ist der flink. Mit seiner... Komm, Pyro, wir reiten wieder. Ja. Okay. You've got the point, Z-Ray. So, Customization. Kann ich jetzt hier auch... Wieso kann ich jetzt nicht den zweiten Würfel da reinmachen? Meine beiden Ice Spirits, die ich schon wieder habe, kann ich nicht... Die kann ich da nicht wieder reinmachen. Oh, der Dix. Vielleicht das Power Level so unterschiedlich. Ach stimmt, das kommt das darauf auch an. Wenn ich 49 Power Level, 51 und 32 habe ich, aber 32 ja, genau. Geht auch nicht. Der Unterschied darf, glaube ich, maximal 10 sein. In beide Richtungen oder so. Ah, okay. Das würde Sinn ergeben. Dankeschön. Also ich weiß, nach unten, glaube ich, sind es ungefähr 10. Ich weiß nicht, ob es nach oben hin genau sein muss. Okay. Also dass es bei 50 vielleicht entweder 40 bis 50 sein muss oder 40 bis 60. Das weiß ich jetzt 49, nicht. 54. Ich gehe mal kurz zu dem Typen, der mir den Bogen so auf mein Level hebt. Das kann ich ja einmal machen, ne? Ja. Ja, bei dem Turm. Die Platinum-Punkte. Davon haben wir doch mittlerweile genug, oder nicht? Ich habe 86. Also genau, aber da kann man es auf jeden Fall... kostet das Ganze jetzt teilweise 80.000. Oh, okay, das ist natürlich dann eine Hausnummer, ne? Ich will mal schauen, System, was... Das System ist noch nicht ganz so ausgereift mit den Teilen. Weil er sagt... Die viel zu langsam. 304? Oh Mann, das habe ich nicht. Genau. Oh Mann. Komm, Pyro. Wir haben hier keine Geschäfte zu erledigen. Ich bin zu arm. Gibt's keine einzige. Darf die Waffe nicht deine Gesamtpower nicht überragen? Ja, das stimmt. Aber dieser Power-Level steigt ja nicht, indem ich da Blöcke ranbaue oder so. Yo, alles klar, Fogur. Dann muss ich gucken, ob ich noch einen, damit das wenigstens hier alles Sinn macht, mal einen Woodblock da ranbauen kann. Damit das zumindest um 0,1 stärker wird. Mein Bow, mein Epic Bow. Was habe ich denn hier noch? Oh, ich habe ja auch noch... also ich habe sogar noch dafür gesorgt, für Ersatz, falls dieser Energy Drink jetzt wirklich... absolut wie Mist geschmeckt hätte, sag ich mal. Wovon er gar nicht so weit entfernt war, habe ich mir hier als Fallback-Lösung hier 28 Black. It really whips the llama's ass. Oh mein Gott. Kennst du das? Nee, ich teste gerade meinen Passive aus. Achso. Das ist echt schlimm. Power von 100 kann ich upgraden. Muss immer warten. Bisschen Power steigen. Achso, okay, das kann auch sein, Satore. Aber ich habe jetzt eigentlich mir hier. Ah, hier, jetzt habe ich den Wood Cube, den ich daran bauen kann. Den baue ich hier vorne dran. Also das kann ich auch mal zeigen. Also im Moment hat es 31,5 Damage. Jetzt baue ich diesen Wood Cube daran. 31,6. Oh, Upgrade. Aber Power Level ist dadurch nicht gestiegen. 49 war eben auch schon. Vielleicht steigt der Power Level ja durch diese... Special Meshel Würfel Cube Dinger. Genau, klang wie Utop Winner. Echt kein einziger. It really whips the llama's ass. Und dann gab es eine Version, wo 5.1 introduced wurde bei Winner. Und dann gab es auch noch. From every direction. Ich guck gerade mal, was war. Meh.